Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IDEAS Daily TV. Der DAX startete gestern einen neuen Stabilisierungsversuch. Nach anfänglichen Zugewinnen drehte er erst schnell ins Minus, doch mit Öffnung der Wall Street zogen die Kurse dann wieder an. Am Ende des Tages stand ein Plus von genau 2% auf der Kurstafel. Blicken wir jetzt nach Frankfurt, auf den heutigen Handelstag voraus, zusammen mit unserem Korrespondenten Patrick DeWayne. Schönen guten Morgen. Patrick, wird der DAX denn heute an seine Zugewinne von gestern anknüpfen können? Was sind seine Vorgaben? Guten Morgen, Marco. Zumindest heute Morgen sieht es tatsächlich so aus, als würden wir diese 8.600-Punkte-Marke verteidigen können und diesen leichten Aufschlag gestern von 2%. Die vorbörsliche Indikation liegt über dieser Marke. Ob sich das dann um 9 Uhr tatsächlich in gut anderthalb Stunden bewahrheitet, bleibt im Moment abzuwarten. Aber auch die Vorgaben aus Asien, Sie können sich sehen lassen. Der Hang Seng gewinnt 3,4% hinzu. Auch der Shanghai Composite weiter fester. Insgesamt ist vor allen Dingen das positive Signal, dass die Volatilität abnimmt. In Japan ein Feiertag. Die feiern heute ihren Frühlingsanfang. Und wenn wir nach Amerika blicken, so wie du schon gesagt hast, hat der Dow Jones und Trump mit seiner Rede die Märkte etwas stabilisiert. Und auch das Eingreifen am Ölmarkt, was er in Aussicht gestellt hat in diesen Ölkrieg, diese Krise zwischen Saudi-Arabien und Russland hat den Ölpreis stabilisiert und insgesamt dann den Druck nach unten vor allen Dingen rausgenommen. Der Dow leichter positive Entwicklung und der DAX tatsächlich ja für den Moment wird vor allen Dingen auf der Agenda stehen Einzelthemen wie beispielsweise Siemens. Da wird ja Joe Kaeser das Unternehmen verlassen und sein Stellvertreter wird dann die Führung übernehmen. Besten Dank nach Frankfurt, Patrick. Sehr gerne. Das war der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Es folgt unsere Marktidee und das ist heute der Dow Jones. Der Dow Jones, der hatte am 12. Februar noch ein Rekordhoch bei 29.569 Punkten markiert. Durch die Corona-Krise rutscht der US-Leitindex allerdings rapide in einen Bärenmarkt ab. Aus technischer Sicht gibt es jetzt allerdings die Chance auf eine Gegenbewegung. Gestern, da bildete sich eine Spinning-Top-Kerze aus, die zugleich einen Inside-Day darstellt. Wenn Sie das genauer erklärt bekommen möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Jetzt verabschieden wir uns erstmal ins Wochenende. Die nächste Ausgabe von Ideas Daily TV gibt es dann am Montag. Das heißt, ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund.